So, unser nächstes Projekt heißt Changes und da geht es darum, wie sich Dinge verändern über die Zeit. Und das stellen uns vor René, Alex, Loic und Torben. Herzlich willkommen für das Projekt Changes. So, moin erstmal. Entschuldigung. Wir sind die Gruppe Changes. Wir bestehen aus René, Alex, Torben und mir, Loic. Ich werde euch erstmal was zur Idee erzählen. Das Ganze kam ziemlich spontan, ziemlich kurzfristig im Keller des Jugendhauses. Und zwar kam die Idee auf, wie denn die Straßen, wie die Gebäude früher ausgesehen haben, wer da drin gelebt hat und all sowas, was halt wir und eventuell auch unsere Eltern oder Großeltern nicht mehr mitbekommen haben, das Ganze in eine App zu packen. Und zu der Lösung wird euch jetzt Torben was erzählen. Genau, jeder kennt's ja, man geht durch die Straßen und denkt so, boah, ich würde gerne mal wissen, wie das Haus früher aussah. Und ja, deswegen haben wir einmal eine Android-App geschrieben und eine iOS-App. Und ja, mit der könnt ihr entweder gucken, was in eurer Nähe ist, also zum Beispiel, was jetzt vor euch ist, ob da jetzt vielleicht ein sogenannter Stolperstein ist. Da sind nämlich auch welche registriert, die gibt's in Berlin sehr viele. In Hamburg gibt es auch welche. Und ja, ihr könnt aber auch woanders hingucken, zum Beispiel von hier aus könnte man jetzt nach Mainz gucken, was da ist, ob da irgendwelche alten Gebäude sind. Und ja, könnte dann da draufklicken und sieht dann Infos zu den Daten und manchmal bekommt man auch Bilder von früher, wie die früher aussahen. Und ja, ich gebe weiter an René. Um diese Pins darstellen zu können, benutzen wir verschiedene Datenquellen. Wir haben zum einen ein anderes Jugendhack-Projekt benutzt, und zwar heißt das Plate Collect, und die haben auch Stolpersteine dargestellt und einen Datensatz der Stadt Berlin aufbereitet und mit GPS-Daten versehen. Und ja, deren Datensatz nutzen wir. Wir nutzen aber auch Daten aus der OpenStreetMap, um Kameradaten abzurufen, also wo befinden sich Kameras, weil wir ursprünglich auch ja so eine Art Zeitachse sehen, anbieten wollten in der App. Und genau. Wir haben auch einen eigenen Datensatz gebaut, um halt so Bilder von Gebäuden historisch darstellen zu können. Das sieht man aber später in der App noch, genau. Und in der Zukunft wollen wir auch weitere Datenquellen einbauen und auch die Zeitachse weiter ausbauen, die wir schon angefangen haben. Genau. Genau, ich erzähle euch was zur Implementierung. Also wie gesagt, wir haben eine Android-App und eine iOS-App geschrieben und halt ein Backend in Node.js, was sehr gute Vorteile hat, weil man halt sehr schnell sehr viel erreichen kann mit Node.js, sehr gute Backends schreiben kann in einer geringen Zeit, was ja bei Jugendhack immer gut ist. Ich präsentiere euch mal kurz die iOS-App. Also man sieht eine Karte, auf der haben wir ganz viele Daten angezeigt, die wir uns immer von unserem Server holen. Das heißt, die kann man auch ständig aktualisieren. Und das war auch eine Sache, die wir halt machen wollten. Das heißt, wir wollen so viele Daten wie möglich einbinden können. Das heißt, wir standardisieren erstmal alles und brechen es dann auf das Nötige runter, so dass man unterschiedliche Datensätze und Datenformate halt in der App anzeigen kann. Jetzt hier sieht man zum Beispiel, das Gelbe sind Stolpersteine. Wenn man da draufklickt, sieht man den Namen und das Deportationsdatum und den Ort, wohin die Person deportiert wurde, sowie auch, falls vorhanden, das Todesdatum und der Todesort. Und dann gibt es noch Bilder von früher und von heute. Das heißt, man kann auch noch die geschichtliche und zeitliche Entwicklung sehen. Hier sieht man zum Beispiel die Volksbühne, wie sie 1954 aussah. Also noch ein bisschen anders als heute, 2006. Ja, 16. Ja, ganz schön. Ganz vielen lieben Dank an das Team Changes.